deine Helden anmachen? Bitte! Ich hab dich eingeladen. Jo, ich nehme deine Einladung an, da bin ich mal gespannt. Du hast eine Sirene wieder genommen, ne? Ja. Bin unterwegs. Ja. Ich höre Claptrap schon. Oh ja, der Anfang. Ich bin aber nicht stark, ne? Ich bin erst Level 4. Nee, ich hab noch gar nichts. Ich hab gerade gar keine. Ich bin hier drüben. Bevor wir unsere gerechte Rache ausüben, musst du dein Echo cool, an diesem ne? Schnelldechsel registrieren. Wenn wir den Kult besiegt haben, bin ich berühmt. Ja. Und während ich Autogramme schreibe, musst du streng reinblicken, während du mich vor den zahllosen Fans, / Stalkern beschützt. Da kann ich meinen Kopf ändern. Alles. Wie das gehabt. Leben. Und noch mehr. Aber du siehst so schon gut aus. Maut? Ja, okay. Guck mal, Windows 98. Ja, ich sehe es. Oh mein Gott. Erstmal wieder reinkommen, ne? Ja. Ich weiß nicht, wie lange das her ist, als wir den zweiten Teil gezockt haben. Aber nicht übermütig werden. 360 Zeit auf jeden Fall. Ist das schon ewig her. Bin ich jetzt hier durch? Irgendwie. Ich hab doch aber gar keine Waffe. Wie wir ihnen in ihre Kultasche drängen. Schüsse gleich. Ich hab mit der Nähe ein Waffendepot versteckt. Sei leise und folge mir. Wir müssen unauffällig bleiben. Ja, halt doch die Klappe. Zieh dir rein. Pass auf, wie leise er ist. Muss hier rüber und muss mich sehen. Und dann hier rüber. Super, super leise. Super, super leise. Ist so scheiße. Klapp-trap. So viel zum Thema unauffällig bleiben. Gesperrt? Wieso? Bei mir sticht er gesperrt. Jetzt nimm deine Waffe, Rekrut! Du wirst sie brauchen! Ja! Diese Waffen, so wie ich, haben nicht nur eine Primärfunktion. Ich kann tanzen und singen. Und heilige Waffen haben einen alternativen Feuermodus. Probier es aus! Hörst du ihn auch? Ja, natürlich. Fahren kurz nach unten. Hast du das jetzt eingesammelt? Nee. So, ziehen wir rein. Du musst noch mit ihm reden. Warte hier! Ich überrede sie, mich reinzulassen. Werde ihr König und dann ermordest du sie kaltblütig. Sieh zu und lade, Rekrut! Hallo! Wo sind die jetzt erschienen? Dahinter erst. Spricht sie! Heiliger Influencer der Kinder der Kammer! Was willst du, Schrottbart?
alle Weiten. Ja, lass mich drüber nachdenken. Die nennt sich vielleicht Kinder der Kammer, aber es sind trotzdem Banditen. Und Banditen sind dumm wie Brot. Okay, wir geben uns. Bitte töte uns nicht, Zottbot. Das hatte ich mir schon gedacht. Öffnet sofort die Tür für euren neuen König. Kein Stress, ich komm ja schon. Warte einfach genau da. Wir haben es geschafft. Ich hab's geschafft. Ein weiterer Sieg für die Crimson Raiders. Hey. Er ist so doof. Ich will da jetzt auch rein. Ja, warte noch. Er öffnet die Tür. Na cool, ich hab einmal geschossen, ich weiß gar nicht, wo die sind. LT und LT. Aber Level 4. Wie nehme ich ihn da? Ich weiß. Einfach drüber laufen. Ist manchmal ein wenig claptrappig. Aber er ist einer von uns. Du musst ihn retten. Ich bin bald bei dir. Wie kann ich die Waffe denn wieder wechseln? Y, wenn du eine zweite hast. Okay. Hier ist was. Oh. Ja, hier überall sind Kisten. Oder Kühlschränke. Jetzt hab ich. Die war vorher nicht da. Cool. Okay. Was gibt's denn noch? Hast du dich umgeguckt hier, bevor du weitergegangen bist? Hm? Kannst du alles aufmachen, wo ein grünes Licht ist hier oben? Oh. Aua. Was hast du denn gemacht? Ja. Hier hinten. Hier ist ein Kühlschrank. Wie mach ich das denn auf? Was kann ich aufmachen? X. Nee, das nicht. Komm hier rüber. So, an den Spind. Überall, wo grünes Licht ist, X drücken. Ja, wir teilen uns das. Ist egal, wer das aufsammelt. Ist cool. Ja, dann lass mal weitergehen. Hm? Voll die Spinner. Voll gesund hier, Zeit. Ich bin voll, ich hab sogar ein Schild schon. Das Gute ist, du kannst die Storyline eben machen. Ich sammle mal für uns alles ein. Kriegst du auch Munition? Naja.
Ich sehe auch nicht, wo ich das Geld kriege, wenn du es einsammelst. Rechts über deiner Waffe. Nein, ich krieg nichts. Hab ich aber gesehen, als du was eingesammelt hast, habe ich auch was bekommen. Vielleicht ist ja ein Schild in der besonderen roten Kiste da drüben. Ui. In der besonderen roten Kiste da drüben ist eine rote Kiste. Ja, da musst du dem Marker hinterherlaufen. Nee, doch nicht mit der Hand tauschen, ist verrückt. Mit der können wir tauschen. Ob du Geld kriegst? Ja. Gut. Ja, genau, da oben ist sie. Kannst du ein Schild rausholen. Welches hast du genau? Das mit mehr Kapazität. Ist aber nicht wichtig, du kriegst gleich bessere. Ja. Ja, hol's dir. Nein. Nein. Die Grafik ist gut, ne? Ich habe euch meine Abfahrquote noch nicht erfüllt! Das war halt voll die scheiß Waffe. Ja, hatte ich auch. Ich musste hier auch mit einer Pistole kommen. Halt's Maul und stirb endlich! Boah, der haut mein Schild aber trotzdem weg. Alter, was ist das für eine Pistole? Jawohl. In der ersten Runde. Und ich dachte, Pandora wäre eine Herausforderung. Ein Punkt für die Crimson Raiders. Du und Claptrap, ihr sichert den Bereich. Ich bin unterwegs. Hier ist orangenes Zeug, ey. Warte mal, ich muss mal eben kurz was wegschmeißen. Ja, ich hab das erste Mal Glück jetzt. Ja, wir warten, soll ich beschäftigen? Bist du tot? Denn ich hol dich runter! Die Steuerung ist im ersten Stock! Alter! So. Ja, weil wir kommen, hiernach kommen wir zum Automaten, da wollte ich den ganzen Scheiß verscheuern. Geht denn los? Das ist das Lager hier von den Leuten. Hier ist Munition. Die Magnetsteuerung ist im ersten Stand. Warum machst du das denn nicht auch? Ja, du sollst ja auch den Anfang haben. Den hatte ich ja alleine. Oh, diese fliegen immer an den Kadavern und Müll, ne? Yes.
Einfach runter. Wenn ich runterspringe und B drücke, mache ich so ein... Ja, das kannst du auch gut. Gleich ist alles gut. Wow, geschafft! Ich hab mich im Alleingang mit dem KDK angelegt und es ihnen gezeigt. Hören wir an, so ein Idiot. Jetzt muss die schnelle Flur signalisieren, dass die Mission abgeschlossen ist. Was macht er denn jetzt? Das Bat-Signal für Lilith. Die Rache ist das Böse eigentlich. Sieht schon so böse aus. Nö. Lilith. Lilith! Milde Gehorsams! Operation Trojanischer Cleprep war ein toller Erfolg! Habe ich alles alleine geschafft? Ganz bestimmt. Tja, der Kult hat alle anderen Festungen der Crimson Raiders zerstört. Also muss die hier reichen. Wie heißt du, Killer? Vielleicht benutze ich das später. Das ist deine Beerdigung. Hey, hörst du auch dieses blutrünstige Geschrei? Mehr ja. KDK, zeig, was du kannst, Nick. Was ist das? Angriff. Gut gekämpft, Killer. Oh, wir haben's. Das war's das jetzt? Das war die Einführung sozusagen. Okay, wir haben eine Basis. Vielleicht wendet sich das Blatt zu unseren Gunsten. Los, Killer, mir nach. Ich fass mal kurz zusammen. Wir haben vor einiger Zeit eine Karte gefunden. Zu Kammern überall in den Borderlands. Ein echter Traum, was? Mir war nicht klar, dass uns das zur Zielscheibe machen würde. Wir wurden angegriffen und die Karte ging verloren. Seitdem suche ich sie. Hirla, ich war so mit der Suche nach der Karte beschäftigt, dass mir nicht auffiel, wie Pandora sich veränderte. Die Banditenclans haben sich früher zum Spaß gegenseitig getötet. Nun dienen sie einem Banner, einem Kult. Ah, die Kinder der Kammer. Genau. Komm schon, sehen wir uns um. Die Kalypso-Zwillinge sind ihre Anführer und ihre Anhänger verehren sie wie Götter. Sie glauben, dass die Karte sie zu einer großen Kammer führt und sie metzeln jeden nieder, der ihnen in die Quere kommt. Gerüchten zufolge soll ein Banditenclan ein Alien-Artefakt in der Wüste gefunden haben. Vielleicht ist das die Karte. Finden wir es heraus. Ich halte nicht mehr durch. Habe ich mich auch gefragt. Sieh mal drauf. Perfekt. Guck dir die Kiste an. Was war da drinnen? Was haben wir denn hier? Sie! Der Sonnenklopfenclan hat die heilige Gesundheit. Die Karte. Ich wusste es. Wir müssen die Sonnenklopper vor ihnen erreichen. Ich öffne das Tor. Links, oder? Ich wollte einfach gucken, was die Karte ausrüstungsmäßig. Wo kann ich das machen? Komm schon, hier lang. Einmal Fenstertaste. Ja. Und dann bist du gleich auf der Tasche. Da hast du deine ersten beiden Waffen. Die dürfen nicht beide Pistole sein, ne? Das weißt du ja noch. Weil du hast ja nur einmal Pistolenmunition, SMG, Maschinengewehr, Shotgun, Raketenwerfer, Sniper, Granaten. Dann hast du warte unten mal, links. Warte mal. Ja, guck einfach mal rein. Ach so, unten links habe ich mein Schild. Im Rucksack habe ich eine Molokko, einen Shop, eine Iron, eine Bloodstrainer Range. Und eine Kontaktgranate.
Und wie sieht das mit dem Level aus, mit den Skills, die man haben kann? Ach so, hast du schon Level Up? Dann drückst du einmal RB auf die Zahnrad, wo der Mensch drin ist. Ja. Da ist dein Skillbaum, da könntest du eigentlich schon was hinzufügen. Achso, welchen Slot soll ich denn machen? Geschmackssache, wie du möchtest. Ich kann sogar zwei machen. Okay, berauschen, was ist das denn? Action Skill. Okay, ja. Gut, dann bin ich jetzt erstmal fertig. Ja, du kriegst gleich, hiernach kriegst du gleich geile Sachen. Okay, hier wurde gespeichert. Hast du gespeichert? Ja, immer wenn er dich einscannt, hast du gespeichert. Okay. Die Einöde. Und hier X. Ich drück X und passiert nichts. Bei mir steht da Countdown. Achso. Wo? Nee, ich hab Fenstertaste. Drück nochmal. Drücke Fenster oder? Achso. Nee, ich brauch gar nichts drücken. Nur du musst. Okay. Die Einöde jetzt, ne? Hier hast du aber gespielt, ne? Oder hast du nur die Einführung Ja, genau. Gespielt? Nö, ich war bei Ellie noch. Die aus dem zweiten Teil, die Dicke. Okay. Mit Catch a Ride, die ist noch da. Van von den Telltale Games Borderlands mit den Geschichten, mit deinen Entscheidungen. Mhm. Der mit der Glatze, der Mathematiker, dein bester Freund. Den wirst du gleich nochmal sehen mit langen Haaren und Kopf über. Ich möchte nicht spoilern. Okay. Auf jeden Fall ganz viel von den alten Spielen. Ja, ist ja die Welt. Wo bin ich da? Hier oben ist nur ein bisschen Geld. Ach, du bist noch nicht da. Nein. Ich schlage jetzt das Lager auf und sammle Informationen zu den Kalypsos. Finde den Sonnenklopper Kriegsdorf und tue was. Pass auf, da ist ein Monster. Oh. Er springt auf dich. Oh, also, jetzt hier was haben wir hier? Oh, dieser Ort ist ziemlich scheiße. Aber was anderes haben wir gerade nicht. Ist nicht das erste Mal, dass die Raiders bei Null anfangen. Das ist keine Sanctuary. Hoffentlich kriegt Ellie das Schiff bald flott. Ja. Das Sanctuary kennst du noch, das war aus Teil 2 die Hauptstadt. Ja. Wo wir gestartet sind. Was ist das hier? Das Charakter. So, ich möchte verkaufen. Ein fairer Preis für Seelenfrieden. Hier gibt's kein Schwitzen, sondern Spritzen. Dr. Sitz, mobile Klinik. Danke. Ich greife gerne darauf zurück, wenn mir die Anästhetika ausgehen. Oh geil, steht sogar ausgerüstet bei. Und jetzt geh, du Tortel. Wo kannst du denn verkaufen? Ach, wenn du hier an dem Automaten bist, und welchen? Hier kriegst du neue Schilde und neue Mods. Da drückst du X beim Einkaufen. Ja. Genau. Und dann siehst du ja seine besten Angebote. Von lila, blau, grün. Da ist nur Granatenmods drin. Habe ich mir auch geholt, deswegen können meine springen. Und wo kann ich verkaufen? An dem Automaten und dann drückst du RB. Das ist hier ganz oben links auf deinem Bildschirm, hast du da kaufen, wenn du RB drückst, verkaufen. Und es steht auch bei, was ausgerüstet ist. Boah, ich finde das so geil, das Game, ne? Okay. So, wo jetzt dann? So ein X markiert die Stelle. So ein Sternchen Diamant.
Bisschen knapp. Dann komm doch mit. Ja, ich komm. Push! Push! Du kannst auch die ganzen Mini-Quests annehmen, habe ich auch gemacht. Du bist viel zu weit gelaufen. Alter, wie die sich anhören. Ah, das ist das Geile, wenn man zu zweit ist. Was ist mehr los? Bam. Level 3 schon. Futter für die Geier. Futter für die Geier. Hörst du das? Ja, aber da hinten ist doch der Hier ist Claptrap. Und Markus mit seinem Automaten. Ja, aber wenn du sagst, ich muss zu dem Diamanten hin, muss ich da hinten hin. Ja, wir können die ja auch annehmen. Nur damit du es weißt, von dem Magneten erwischt zu werden, war Teil des Plans. Okay. Mein Automat ist kaputt. Wie soll ich da Gewinn machen auf diesem öden... Ich meine, Premium-Waffen an heldenhafte Kammerjäger verkaufen. Wir sollten meinen Automaten reparieren. Und damit meine ich, reparier du meinen Automaten. Ja, wir können, wenn du möchtest. Mir ist es egal. Das. Hier müssen wir hoch. Ist das? Hier, das scannt dich. Wieder. Gespeichert. Einfach vorbeilaufen. So, und hier geht's gleich wieder weiter. Komm, einfach eine bessere Waffe. Kommt. Level 5, yeah! Hast du ja wirklich nicht so weit gespielt? Ich bin ja wirklich knapp hinter dir. Ja. Ich liebe die Solo. Hinter dir. Ja, ich sehe. Rechts von uns. Badass, krass. Oh, ich sterbe, krass. Fucking badass. Ich hab keine Munition mehr. Ja, ich auch nicht. Ich hab ihn. Kisten. Wir sind überall Kisten. Oder über die Toten laufen. Ja, aber das ist nicht die Munition, die ich brauche. Dann wechsel die Waffe. Ja, aber ich hab nur die Hülle. Wie kann ich denn die Granaten werfen? Ja, B. Die explodieren ja gar nicht. Ja, du hast auch nicht den Mob drauf, wie ich. Was bringen die denn? Oh, dieser
Geil. Einen hast du getroffen. Kacke, keine Munition mehr. Oh shit. Blei oder Laser. Ich kann auch nur fighten. Oh mein Schild, ich komm zurück. Ach, du bist schon da. Gut. Ich komme zurück. Ich bin hier rechts. Hier ist nichts. Die Finsternis umhüllt mich! Die Finsternis umhüllt mich. Wo bist du? Hinter dem Haus, sammel Munition ein. Noch ein bisschen looten, ich komme gleich. Du bist hier hoch, richtig? Nee, da hinten. Die Viecher wegballern. Ja, aber hier ist ein Kühlschrank. Ja, holst du, ich lief mal vor. Die Schütze legt uns unter das Meer. Chucky, die Mörderpuppe hier. Komm und hol's dir. Komm und die besitzt Abfall. Stopp! Hier ist eine Kiste, die musst du mal öffnen. Da ist ein Psycho hinter dir. Mit rechten Stick reindrücken kannst du hauen. Hier ist noch eine Kiste. Hier ist ganz viel Munition. Pause. Hab ich gestern gemacht! Einer ist nach oben. Die große Karte erwartet die Kardinkasse! Oh, du feiges Stück Scheiße! Ich bin älter! Wo läuft der hin? Teufel nochmal! Steck ihm ein Messer in den Kopf, er stirbt nicht! Stirb, Zwerg, Gimli! Alter, richtig. Aua, au, au! Mich hat hier irgendwas gerade richtig fertig gemacht. Badass oder was ist da oben? Ein kleiner Goblin, keine Ahnung. Badass? Weiß ich nicht, so ein kleiner Goblin. Ein Zwerg. Gimli, davon hatte ich eben gerade einen. Ist er weg? Mich. Recycelt mich. So, dann kommen wir jetzt weiter. Hallo? Hilfe! Ich will eigentlich noch nicht sterben. Nicht so! Hilfe! Ich würde dich runterholen, wenn du in Not wärst. Ekliger Mann. Das ist Vaughn. Aus der Telltale-Reihe. Ja. Yo, hilfst du mir? Ab
Ich habe erst erkannt, als er Bro gesagt hat. Nicht so! Nicht so! Meine Unterhose ist. Füße funktionieren. Schön, dich zu sehen. Hey, danke. Ohne dich wäre ich jetzt wahrscheinlich tot. Also, was machst du hier? Ich bin natürlich gekommen, um Pandoras legendäre halbnackte Banditen zu sehen. Außerdem habe ich mich mit Lilith und den Crimson Raiders zusammengetan. Du gehörst zu Firehawk? Oh Mann, ich gehörte früher auch zu Lilith, aber jetzt bin ich ein Kriegslord der Banditen. Es leben die Sonnenklopper. Ich meine, zumindest war ich Kriegslord, also bis mein Plan diesen beschissenen Alien-Schrott war. Ich hatte sie gewarnt, aber was machen sie? Sie haben mich gefesselt, um den Schrott den Kalypso-Zwillingen zu bringen. Nicht cool, Bro. Also, Bro. Wir sollten hier verschwinden, bevor die Kinder der Kammer zurückkommen. Und wo hängen Lilith und die Raiders so ab? In einem alten Propagandazentrum der Kinder. Ich hab sie rausgeprügelt. Das ist super! Na los, nichts wie weg hier! Ich geh vor, auch wenn ich total unbewaffnet bin. Man darf nicht zeigen, dass man Angst hat und völlig schutzlos ist, Bro. Banditenleben! Müssen wir vorgehen oder was müssen wir machen? Und du hast dieses KDK-Propagandazentrum ganz allein eingenommen? Nochmal anklicken. Aber sicher, alte Unterhose. Ah, geh los, oder? Komm, ja. Ich bin beeindruckt. Ja. Oh, Mann! Die Kinder der Kammer haben mein Lager verwüstet. Da gehört der verdammte Schädel nicht hin. Oh, voll den Energiefluss. Oh, ich kenne eine Abkürzung. Hier entlang. Wo ist er denn jetzt? Oh, hier ist ein Gewehr. Oh, das ist noch besser als meins. Kannst du? Ohne dich läuft er nicht weiter. Die Luft ist rein! Sehr gut! Treffen wir uns mit dem Firehawk! Diese Kalypsos hören nicht auf, bis alle Banditen auf Pandora sie als Götter verehren. Banditen brauchen keine Götter. Wir verehren ein heißes Feuer und ein Stück Grillfleisch. Es gibt Regeln. Kia, lol. Er war schon immer Lilith kaputt. Freut sich bestimmt, mich zu sehen. Wir sind dicke, Bro. Super dicke. Dicke wie Bros. Das gibt's wirklich. Pandora steckt in Schwierigkeiten. Ich spüre es in meinen Knochen. Vielleicht ist es auch nur der raue Wüstenwind auf meiner sonnengegerbten Brust. Hast du die Echo-Casts der Kalypsos gesehen? Die sind doch völlig durchgeknallt. Schicke Hütte. Verstärkt, klimatisiert. Fehlen nur ein paar blutige Schädel an den Wänden und schon wär's hier richtig gemütlich, Kumpel. Born? Was zur Hölle hast du hier verloren? Hey, hey, Lilith! Der ehemalige Kriegslord der Sonnenklopper meldet sich zum Dienst! Los, Crimson Raiders! Schön, dich zu sehen, Warren. Für die Raiders brauchen wir jede Hilfe, die wir kriegen können. Also, Kammerjäger, hast du die Karte gefunden? Ich konnte die Karte nicht finden, also habe ich einen Banditen mitgenommen. Karte? Wenn du den Alien-Schrott meinst, bringt ihn mein Clan gerade den Kalypso-Zwillingen als Opfer. Sie sind auf dem Weg zur Heiligen Rundfunkstation. Dort halten die Kalypsos ihre Mordpredigten, um ihre Anhänger anzustacheln. Die Kalypsos dürfen die Kicht in die Finger bekommen. Aber die Heilige Rundfunkstation ist ziemlich weit weg. Kammerjäger, einen fahrbaren Untersatz. Meine Freundin Ellie betreibt das Catch a Ride. Stell dich ihr vor und sie hilft dir. Kugeln am Bomben.
Mehr Loot hatte ich gar nicht. Kauf dir mal ein neues Schild und sowas. Ja. Ich hab Kugeln drauf. Moment, so war das nicht gemeint. Du bist Level 4? Ja. Komm mal her. Gleich. Und wieder ein unschlagbares Schnäppchen bei Marcus Munitions. Und jetzt raus hier. Die Munition schießt sich von selbst. Handelsanfrage gesendet mit X. Ich geb dir was. Handelsanfrage gesendet an Chessmaster steht bei mir. Ach so, habe ich dir keine geschickt? Nee. Warte, jetzt habe ich dir eine geschickt. Warte. Jetzt. Ja, warte, ich habe hier eine Waffe auf Level 4, die ich nicht brauche. Oh ne. So. Kriegst einen Dollar davon von mir. Oh, danke. So, wie das ist meine alte Waffe, jetzt? Die ist eigentlich ganz gut. Ich gehe jetzt Fenstertaste. Fenstertaste auf meinen Rucksack. Dann auf die Waffe und dann tauscht einmal durch. Yo, Laserpointer. Okay, warte mal. Also was haben wir denn hier? Was ist das? So. Bist du denn? Hier unten. Wo willst du hin? Da. Zu Catch a Ride hier bei Ellie. Wollen wir vorher einen rauchen gehen, bevor wir da laufen? Warte, ich hab gerade die Monster hier angelockt. Okay. Das war's für dich. Ich hab Feuerschaden, ist das geil. Ey, warum brennt das ganze Öl? Guck mal. Wie geil. Also du kannst die Umgebung auch anzünden, nicht nur die Fresse. Zeig nochmal. Ja, jetzt stehe ich gerade drin, warte. Jetzt schieße ich. Boah, was das soll das Scheiß? Nicht. Du weißt, dass ich die Karte suche. Wieso hast du sie mir nicht gebracht? Oh, 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 ganz ruhig, okay? Ich weiß, was du damit sagen willst. Meine Schuld, dass die Karte jetzt in den Händen von Kultpsychopathen ist und nun ist die gesamte Galaxis in Gefahr. Ganz genau, das wollte ich sagen. Okay, verstanden. Dann bleibt mir wohl nur eins. Entschuldigungsliegestütze. Du musst nicht. War ich so gemeint? Machst du jetzt? Wir können da reingehen und dann würde Ellie uns die nächste Aufgabe geben. Was ist das? Was ist das? Du hast Feinde, ich habe wieder. Munition. Immer gerne, Kammerjäger. Ich würde mich eben hier aufs Bett stellen und dann würde ich eben meine Rauchen gehen, was das öffnen. Ja, hier passiert uns nichts. Ich drücke trotzdem mal Start. Ja, mach. Bis gleich. Bis gleich.
Hallo? Mein Controller bewegt sich nach rechts. Das habe ich auch schon bemerkt. Die sind ganz sensibel. Ich mach drück gar nichts. Ich jetzt auch nicht. Und er geht automatisch nach rechts. Das ist mir eben schon beim Solo-Spielen aufgefallen. Hier rennst, ne? Ja, genieß das Video. Was genau wolltest du meiner Freundin Lil antun? Tyreen wird Suppe aus dem Schädel der Ketzerin trinken. Ups, ich bin abgerutscht. Oh, hi, hab dich gar nicht bemerkt. Ellie. So, dann lass mich weiter. Oh, ich spring über ihn hinweg. Habt gehört, dass ihr hier in der Gegend seid? Schön, dass Liliths neue Leute hat. Ich bin Ellie. Hey, warum nutzt du mich so an? Du siehst echt Ellie. Robust aus. Ich hätte dich zum Trainieren brauchen können. Wie schade. Ein kleiner Popo. Guck dir mal den kleinen Popo an. Du brauchst eine Karte. Hat die echt einen kleinen Popo? Ja, guck dir mal den kleinen Popo wieder. Wir alle gestohlen. Macht's dir was aus, eine zurückzuholen? Dann kann ich dein Catch-a-Ride einrichten. Alter. Und danke für den Besuch. Wieder zurück. Ich weiß nicht, ob das. Ja, ich weiß nicht, ob das Kirby ist. Kirby? Das ist Kirby. Wo bist du? Kommst du noch mit? Kirby. Ja, ich komm mit. Oh mein Gott! Action! Ich will auch! Zeig dir mal was. Wie sehe ich aus? Wenn du willst, kannst du auch ein Auto kapern. Das ist ihre Spezialfähigkeit. Such dir eine Karre aus und bitte den Fahrer ganz freundlich, sie zu verpissen. Ist hier noch einer? Hallo, ich bin da keine Gesichter in deinem Feld. Echt? Ja. Oh, grünes Loot. Oh, hinter uns. Ach, das bist du. Noch einer hinter uns. Wenn du was zum Fahren brauchst, musst du dir ein Fahrzeug stehlen. Du musst ein Fahrzeug stehlen, hat sie gesagt. Ja, haben sie viel geiler gemacht als im zweiten. Du kannst mehr individualisieren. Siehst du gleich. Viel mehr Auswahlmöglichkeit als nur Skins. Da oben. Ich nehme mein Chili-Rezept mit ins Grab. Nimm sein Chili-Rezept mit ins Grab. Da kommt noch einer. Legendäre. Oh, eine legendäre Pistole, warte mal. Hinter dir ist einer. Ja, ich muss sie erstmal ausrüsten. Ich wünschte, ich hätte sie gezeugt. Jawollo. Ausprobieren. Oh, was ist das denn? Geil. Bist du das? Bist du das oder bin ich das? Oh.
Jo, immer wenn ein Magazin leer ist, schmeiß ich das weg und das eskaliert so. Boah, guck dir das an. Wir sind reich. Boah, zu zweit gibt es viel geileres Loot. Kann ich hier den Modus wechseln? Nee. Guck doch mal, hier liegt super viel. Ich hab legendären Scheiß schon. Legendäres SMG und legendäre Pistole. Also ich hab jetzt happy. Das hier. Und das hier. Aber ich würde gerne diese hier wechseln. Was? Musst du mal auf dein Level achten. An 19. Ach, das grüne Schild. Nee, wir haben Kooperation an. Jeder hat seinen eigenen Scheiß. Die geht doch gut ab mit Schalldämpfer. Oh, die kriegen wir kaputt. Lass die mal kaputt schießen, bevor wir uns das Auto schnappen. Deine Mama kann das auch spüren. War das zu viel für dich? Wir würden uns sonst gleich verfolgen. Okay, jetzt kommen immer neue. Jawohl. Das ist im Auto. Magazin, ist das geil? Was ist denn das? Mein Magazin. Immer wenn ich nachlade, schmeiße ich mein leeres Magazin weg und das ballert um sich. Und explodiert wie eine Granate. Soll ich fahren? Ja. Wie in den alten Zeiten? Du hast den Fahrersitz. Warte, ich steige wieder aus. Steig da rein! Keine Ahnung. Alles gut. Alles gut. Ich weiß nicht, wie ich einsteige. Es scheint voll der Solositzer. Nee. Spring rauf. Oh, ich... Habe ich ein eigenes Catch-a-Ride oder warum darf ich nicht mit? Fahr einfach. Ich komme schon hin. Du musst die Rennstrecke hier weiterfahren und... Nee, noch einen weiter. Ey, das war ein Teil 2, aber geiler. Da konntest du immer gleich mitfahren. Hier links, genau. Ich muss zu Fuß. Oh, hier komme ich gar nicht rüber. Level 6. Oh, ich liebe die neue Waffe. Keine Munition mehr? Scheiße! Lauf ich dir in die Arme. Müssen alle zurück? Hier ist eine Quest. Kill-Quest. Hey, Kammerjäger! Der Kultisten-Mistkerl, der sich heiliger Dumptruck nennt, verbreitet Scheiße über die Raiders. Das geht so nicht, amigo. Reiß ihm den Arsch bis zum Hals auf oder bis zu den Ohren. Ist mir eigentlich egal, wie weit du gehst, solange das Ergebnis stimmt, klar? Andererseits reicht's vielleicht auch, ihm eine Kugel in den Arsch zu jagen. Als Warnung für die anderen Banditen, sich nicht mit den Raiders anzulegen. Kannst du, kann ich so, jeder ein eigenes. Wie denn? Nee, du musst einmal noch hier vorne, musst du das
individualisieren und dann schon. Kannst du es holen. Aber wie hole ich das denn? Ja? Gute Frage. Hier ist das Zwei-Player-Auto. Doch nicht. Fahrzeugspawn mit X da drauf. Eine abgefahrene Karre! Warum laufen, wenn man fahren kann? Menschen? Ja, ich hab meins. Sag mal, wie sind deins? Schwarz-orange. Immer meins ist rot. Du auch? Nee, immer. Dann komm. Ich kann auch schießen. Ich auch. Hier parken? Ja. Mit B steckst du alles. Nee, wir müssen. Müssen wir nicht einen weiterfahren? Nee. Boah, ich kann Skillpunkte ausgeben, warte mal. Mal ein bisschen Balance machen. Wer hätte sich mit reinsetzen können, Troll? Du kannst dich in die Waffe setzen. Ja, merke ich auch gerade. Y ist wechseln. Wow! Wir müssen da hinten hin. Da oben drauf müssen wir. Ich drück mal Karte. Ja, da oben drauf. Fenstertaste. Boah, wir müssen einmal rum. Ich glaube, wir dürften gar nicht hier sein, sondern müssen außen rum. Ja, denn. Parcours. Ja, warte, ich steig bei dir ein. Geh mal an die Waffe mit Y. Ja, jetzt kann ich einsteigen. Yo, schieß nicht alles weg. War doch ein Borderlands eigentlich immer so außen rum und dann kannst du den direkten Weg, hast du dann freigeschaltet. Kannst du meinen Wagen mal hier aufpassen? Behandle ich doch ordentlich. Die Straße da führt direkt zur heiligen Rundfunkstation. Pass auf diese selbsternannten Zwillingsgötter auf. Man sagt, Tyrene Calypso sei der Star der Show. Ihr Bruder Troy macht die Propaganda für den Kult. Sie sind beide scheiße. Nur meine Meinung. Ja, warte, wir steigen nicht gleich aus. Du kannst sie so töten. Banditen von Pandora mit Versprechungen von Deathcores, endlosen Fleischvorräten und Blutsaunen verarscht. Gutes Zeug, oder? Mein Clan ist auch darauf eingefallen. Diese Idioten. Also ich kann bin den Kalypsos nie begegnet, aber sie müssen die schrecklichsten, blutdürstigsten Psychopathen sein, die Pandora je gesehen hat. Ich meine, mein Clan hat mich erst als Anführer akzeptiert, nachdem ich einen Kerl nur mit meinen Bauchmuskeln getötet habe. Was braucht es da wohl, um alle Clans zu einen? Ja, dafür bräuchte man einen 20-Pack. 18 mindestens. Mein Clan hat mich verraten, aber wenn die Kalypsos meinen Sonnenklopfern etwas antun, wird das hier zur Blutfehde. Und das wäre klasse. Ich war geht immer noch mit dem Auto klären. Das wird toll. Hinter uns. Da. Geil, das läuft. Mhm. Ich hab dir gesagt, das ist gut. Noch ein Ladebildschirm. Ja, ich auch. Du bist ja Host. Du warst letztes Mal auch eher da.
Ja. Vor Lilith und Claptrap. Oh, neues Ziel hier. Ja, aber ich bin noch nicht da. Achso. Jetzt. Aussteigen. Warum aussteigen? Guck mal hier. Neue Automaten. Das ist gut. Ah. Wir sind jetzt Klippe des Aufstiegs. Du brauchst eine Diagnose? Dann ab zu einem echten Arzt. Bei mir gibt's nur Heilung. Du hast Feinde, ich habe Munition. Munition? Ohne ist man einfach nur ein Weichei. Du einsteigen? Wenn du weiter möchtest, ja, ich hätte sonst hier gelootet. Achso, kann man hier looten? Ja, in jeder Stadt. Aber ich kann hier gar nichts looten. Kannst du jetzt so auf den Wachturm drauf? Nein. Nee, ne? Ich muss umsteigen dafür. Ja, wenn ich fahre, kommen natürlich die ganzen Bösen, ne? Das ist so klar. Halt fest. Oh, am Steuer. Ja. Aussteigen. Nein, da fass ich durch. Nee. Unser täglicher Livestream startet in Kürze mit einem besonderen Gast. Bringt jetzt eure Opfer da, damit ihr euren gesperrt? Exklusiven Chat für Iridium-Mitglieder genießen und hinter die Kulissen von Mord und Totschlag blicken könnt. Jetzt kommt der Augenblick, auf den wir alle gewartet haben. Begrüßt mit einem blutrünstigen Gebrüll unsere Gottkönigin, die Erstgeborene Tyreen. Was geht ab, Banditenweisen? Haha, hier ist die Gottkönigin Tyreen live und direkt aus der HRS. Wir streamen, ihr flippt aus und wir alle bereiten uns vor, in die große Kammer zu kommen. Wir haben heute ein paar neue Mitglieder und ratet mal was? Sie haben uns die heilige Kammerkarte gebracht. Wenn sie dafür keinen besonderen Platz in der Familie verdient haben, weiß ich auch nicht. Aber nun muss ich kurz noch etwas Ernstes ansprechen. Ihr alle habt mich akzeptiert, auch wenn ich nicht als Banditin geboren wurde. Meine ersten Worte waren nicht Blutfede oder Brustkorbknacker. Trotzdem sind wir alle eine hier sind Teile von Claptrap. Die Party beginnt nach ein paar Worten an meine Anhänger. Bleibt blutrünstig! Blutrünstig! Du bist da ganz oben. Ich darf viel Glück im nächsten Leben! Skip Fraser 55, du Süßer! Troy und ich haben die Shirts bekommen, die du uns geschickt hast. Wir schicken dir ein Foto, wie wir sie tragen. Lauf auf den Geräuschbrecher räumen wurden. Getötet von einem Poser! Erbärmlich! Getötet von einem Poser. Bist du noch beim Auto? Ich musste den Weg neu laufen. Dir meinen Namen direkt auf die Augäpfel tätowieren zu lassen. Du bist jetzt vermutlich blind, aber wow! Ich bewundere deine Hingabe! Den Tag zittern! Doch meine Sehnsucht endet! Wo bist du denn? Ja, hier oben. Wie komme ich denn da hin? Schießt du gerade? Nee. Leckten das auf einmal so. Weiß ich auch nicht, bin mir auch.
Kann ich dich auch verletzen mit meinem. Nee. Da kommen sie! Oh, hier ist eine Kiste. Ja, sehr gut. Und das Video von der Marke. Aber lass doch etwas Platz für einen Kamerateam oder zwei hier. Entschuldigung. Weil ich dachte, es wäre das Radio, wollte das ausmachen. Vor dem gelben Auto. Ein bisschen was. Meine Belohnung. Geil, ne? Badass. Ich bin soweit. Also gut, heißen wir die Sonnenklopper in unserer Familie willkommen. Wir posten das Video später und ein paar neue Ausgaben des Heutenjournals. Das war's für heute und immer dran denken, liken, folgen und gehorchen. Ein weiterer perfekter Livestream unserer unfehlbaren Gottkönigin Tyreen. Die heilige Rundfunkstation steht nun wieder offen für eure Beichten und Hautspenden. Hautspenden. Ist das jetzt unser nächstes Lager hier? Ich habe keine Ahnung. Oh. Jop, war eine Falle. Lass Blei fliegen, Soldat!
Für die Kalypsos! Ja, ich denke, ich bin zurück. Geil, ne? Ich liebe es auch. Komm und hol's dir! Das ist mein Magazin, dafür kann ich nichts. Ich loote noch den ersten Raum. Kalypso! Fluch der Karibik. Fluch der Kalypso. Spreche dich in deinem Bann. Oder wie war das? Irgendwie so, ne? Hier links können wir Munition kaufen. Mhm. Oder da unter. Wo ist denn das? Ich sehe das Symbol, aber ich komme nicht hin. Uah! Scheiße, habe ich mich erschreckt. Hast du die gesehen? Vielleicht noch einen Raum über. Kannst du auch haben. Oh oh. Hier links. Ist auch zum Speichern. Kugeln kauft man bei Marcus Munitions. Wo links? Hier bei mir. Geld ist hier immer willkommen.
Sehr gut. So, ab zum Boss, wa? Bereit? Ja. Yeah! Seine Fresse punkt so. Ich will gerade nicht runter. Ja, bitte. Er ist immun. Ausweichen. Das kann schon viel Gold liegen. Geld nehmen. Oh mein Gott, das war. Das ist geil. Stark. Er ist gleich weg. Ja, ich auch. Echt? Ich hol dich wieder. Kammerkarte gesichtet. Weg ist er. Easy! Was? Ist irgendwas Legendäres? Hier ist die Schlüsselkarte. Oh nein, die Kammerkarte! Na also. Kali! Einen Moment, bitte. Wollt das blaue Zeug mitnehmen? Was ist da los? Ja, ich habe den Sonnenklöppern einen Platz in unserer Familie angeboten. Aber sie wollten nur Waffen und Geld. Cool. Sie haben uns betrogen. Oh, und dann sagte Troy etwas Großartiges. Götter verhandeln nicht. Götter verhandeln nicht. Ich liebe es. So gut. Wie ich schon sagte, diese Karte ist jedenfalls voll im Arsch. Also nimm sie ruhig. Ich hole sie mir später wieder. Du bist mein treuster Anhänger, Kammerdieb. Du weißt es nur noch nicht. Okay. Skillpunkte mal eben setzen. Ich wusste, dass du die Karte findest. Bring sie her und lass sie nicht aus den Augen. Ich habe sie einmal verloren, das reicht. Ja, dann müssen wir wieder zurück, anstatt weiter. Ja. Warte, ich nehme hier die Sachen auch noch mit. Ich verkaufe die. Ich weiß gar nicht, wie ich die mitnehmen kann, ohne dass ich sie ausrüste. X einmal kurz drücken. Da hinten liegt auch noch so viel Grünes. Oh, das hätte ich vielleicht vorher gesehen. Aber hier oben ist nicht viel. Oh, eine Superkiste, komm her. Hier ist nicht viel. Eine Superkiste. Mit einer Schrottwaffe. Und dann, ab nach Hause. Da musste ich auch. Ich habe eine Notiz. Freidenker. Ja, dann lass zurück. Wie geht's denn zurück? Wir sind von oben reingesprungen, ne? Ja, da müssen wir weitergehen. Jetzt links. Hier ist seine Orgel. Psst.
habe ja viel Geld erbeutet, das ist gerade gesehen. Ja, hier ist eine Mini-Quest. Oha. Kannst du die annehmen? Hey Vaughn, hier ist ein Kopf in einem Glas. Kennst du die? Oh Mann, das ist meine Kriegslord-Stellvertreterin Vic! Meine beste Mädchen! Vic! Schnapp dir den Kopf! Die hat uns verraten. Nimm ihn mit. Sie müssen sie VR-mäßig verhört haben. Wir haben das bei Hyperion auch. Allerdings ist die Autogezeichnung vorne. Oder jemand den Brokkoli-Salat aus dem Pausenraum geklaut hatte und alle Hunger hatten. Vic steckt auf jeden Fall in einer virtuellen Folterkammer. Du musst da rein und sie rausholen. Du willst, dass ich in den Kopf gehe? Ah, die Kinder der Kammer lassen diese scheiß KDK-Statuen überall zurück. Weißt du was? Oh, du hast sie. Wir zeigen es dir. Ich möchte gern Göttern und stellen unsere eigenen Götzen her. Nach meinem Vorbild. Vom kantigen King bis hin zu den legendären Waden. Finde zuerst alle meine Steckbriefe. PS, ich bin sehr begehrt. Wenn wir das durchziehen wollen, müssen wir den 3D-Scanner mit den Bildern von mir fertigen. Können wir die Statuen drucken, die aussehen wie ich? Das wird den Kalypsos gewaltig gegen den Strich gehen. Bist du? Ich habe ein Buchhaltungsmann diesen Kriegslaut hochgearbeitet, nur wieder Befehle zu befolgen. Als ich dem beschissenen Kult nicht beitreten wollte, hat Tyrene Calypso eine Prämie auf meinen knackigen Arsch ausgesetzt und auf den Rest von mir. Aber ich lebe noch, Baby. Ach, du bist hier wieder hochgelaufen. Hier kommen wir nicht. Wir müssen den ganzen Weg runter. Ich weiß nicht, wo du bist. Hier neben dir. Guck doch auf der Mini. Einmal über die Säure. Ist hier das ein Ding, das wir noch nicht Das schon alles? Oha. Mein eigenes Magazin. Hebst du mich auf? Bitte? Ich flippe dich zusammen. Die nächste Runde geht auf mich. Guck mal, voll das wirklich. Geh nicht ins Licht. Fall mal um. Geh nicht ins Licht. Töte dich mal eben. Nein. Was ist das hier? Das war ein Claptrap-Teil da oben. Oh, es laggt. Ich bin irgendwo anders. Okay. Ist es schon beim ist Auto? Ist verkabelt? Sehr gut. Dann jetzt mal los in die digitale Folterkammer und rette sie, Bro! Ja, wollen wir sie jetzt retten oder nicht? Komm her. Komm her. Wo läufst du? Fährst du hin? Wir müssen dich... Hallo? Auf wieder hoch. Ja, komm her. Sie ist angemeldet jetzt. Du bist in der Simulation, Bro. Vic ist auch in der Simulation da drin. Du musst sie finden und raushauen. Bringen Sie zur Ausgangskonsole im Konstrukt. Das setzt sie im Fleischraum wieder zusammen. Ich brauche meine Brunette in einem Stück wieder. Ach übrigens, beim Hochladen sind bestimmt Ihre Kurzzeiterinnerungen draufgegangen. Du wirst sie finden müssen, damit du ihr sagen kannst, wer sie ist, wenn sie aufwacht. Kannst du die Quest schieben? Wie schieben? Und mit dem Fadenkreuz konnte man die Quest aussuchen. Ich habe immer noch Kultstatus. Schlappschwänze. Nee. Ich guck mal eben auf die Karte. Ja, wir müssen wieder zurück. Wieso müssen wir wieder zurück? Au! Oh. Zeig dir doch an, Avocado. Was
Hauptsache 1. That is. Dann los, fertig, der tötet uns. Da oben. Ding, warte mal. Scheiße, das ist die Einladung, aber ich hab abgelegt, ich krieg keine Einladung. Ja, warte, jetzt machen wir die noch fertig. Level up. Der baut einen Minigun auf, ich hab keine Munition. Bin tot. Fabi, zu dir. Müssen wir das zurückkommen? Ja, ich bin jetzt tot. Oh, ja. Genau, danke. Ich verwandle mich jetzt lieber. Jetzt kriegt ihr auf die Fresse, Leute. So, kommt her, ihr Arschgeigen. Hier ist noch einer. Okay. Ich glaube, du musst LB und RB gleichzeitig reindrücken, damit du deine Fähigkeit aktivieren kannst. Doch, kannst du. Nein, kann ich nicht. Geh rein. Ich komm. Oh, warte, ich möchte eben Waffen nachtanken hier. Ein fairer Preis für Sie. Hier ist das nächste Ding. Stell dir das mal vor, ich. Ich habe Vaughn das verrückte Alien-Ding gezeigt und er tickt total aus. Meinte, ich soll es verstecken. Wenn ich das den KDK verkaufe, futtert der ganze Clan monatelang Vakit-Kaviar. Und jetzt bin ich bei allen das Arschloch und muss ihnen sagen, dass wir nicht verkaufen. Vollidiot von Chef. Er weiß nicht, was gut ist für den Clan. Erinnerungsfragment 4. Los geht's, ich. Dieser Mouthpiece-Trottel will das Alien-Ding und Vaughn verkauft es nicht. Wir sind bestimmt der letzte Clan auf Pandora. Rechte Seite, krass. Das sieht man auf der Karte. Ein ganzer Schwarm. Der nächste, bitte. Pass auf, zwei Granaten bei uns. Blauer Loot. Nimm ich mit. Ich habe irgendwie so eine Mini-Quest erfüllt. Okay. Ja, eine gewisse Anzahl Gold gesammelt. Vic, das ist nicht real. Komm mit mir. Ach, da ist sie.
kann nicht weg. Er dreht mir wieder die Arme ab. Oh, das tut so weh. Aber sie wachsen wieder. Ich versteh's nicht. Das war bestimmt schon 50 Mal so. Pfoten weg von meinen Gefangenen. Hey, sie kommen. Super gepanzert auch. Unmöglichen Ort, wo die Zeit falsch ist und du nicht sterben kannst. Das ist total abgedreht. Ich dreh durch. Du musst mich hier rausbringen. Ja, dann komm mit. Jetzt müssen wir wieder raus, ne? Ja. Nee, warte, wir müssen wieder weiter, oder nicht? Nee, sie läuft runter, sie läuft runter. Wir müssen weg hinterher. Vicky, weg, weg. Bist du da? Da kommt ein Gegner noch, oder? Nee, doch nicht. Nee. Man sieht, sie fühlt sich doch gut an, dass wir jetzt gerettet haben. Die Arme. Oh, da laufe ich nicht rüber. Ich weiß gar nicht, in welcher Zeitabständen das hier. Das hier spielt, ey. Ich kann dir nichts sagen. Vic scheint auf jeden Fall glücklich zu sein hier. Guck mal, sie läuft. Vic sah aber ganz anders aus. Und Vaughn auch. Das wird Spaß, ne? Ja, das wird das. Opferfahrt. Da fehlt noch was, genau. Jetzt haben wir alles. Was geht? Ich? Unser Vollidiotenchef Vaughn hat endlich was kapiert und mich zur neuen Kriegslord-Stellvertreterin der Sonnenklopper ernannt. Hat sich massig Zeit gelassen, Stellvertreter Hirni, als der mit einem Bauchklatscher in der beschissenen Säuregrube landete. Haha, der wusste, wie man feiert. Vaughn ist schon okay. Aber er ist kein Hirni. Vic! Du lebst! Ich meine, im Prinzip? Er redet mit mir. Hey, Vaughn. Ich weiß, ich bin ein Idiot. Die KDK sind total kaputt. Wir wollten uns anschließen und was machen die? Sie töten und foltern uns. In der Reihenfolge. Ich werde jetzt wohl ziemlich brutal zu dir sein müssen, Vic. Das werden mindestens 100 Entschuldigungsliegestütze. Wenn du fertig bist, komm zu mir. Wir haben einen neuen Clan. Es leben die Crimson Raiders. Crimson Raiders? Ja, damit kann ich leben. Hey, solange du die Liegestützen machst. Oh, hey. Du hast mein verfluchtes Leben gerettet. Hier, ich habe mir in dieser endlosen digitalen Hölle diese krasse Kanone geschnappt. Oh, mein Gott, ja, ich hab mich gerettet. Das ist peinlich. Sniper. Oh, komm schon. Ich meine, ich wollte immer mehr Zeit für mich, ja? Das ist perfekt. Ich kann mit meiner Lieblingsperson abhängen. Ich meine, bist du ich oder bin ich du? Wow. Ich bin begeistert. Und ich bin im Moment circa 80% Geist. Muss ich dich etwa füttern oder sowas? Ich denke, was auch immer dieses Zeug ist, in dem ich schwebe, es hält mich am Leben. Ich habe nicht mal mehr einen Magen-Darm-Trakt. Aber ich kann schmecken. Schütt mir doch ein wenig Soße hier rein. Du lebst deinen Traum. Vielleicht war es doch nicht so übel, für eine simulierte Ewigkeit voller unaussprechlicher Schrecken an ein Foltergerät angeschlossen zu sein. Ja, gib mir 5. Alter, nicht cool. Oh, ja. Tut mir leid. Wo läuft sie hin? Ja, wir müssen wieder zu Lilith und dann können wir speichern. Oder wir haben jetzt gespeichert, weiß ich nicht. Wie du reinkletterst, cool.
Ja, wir müssen natürlich. Das üben wir nochmal. Was? Das ist meine Drehung. Na, wie bei Fixe. Entschuldigung. X. Hab ich. Oh, wie so eine Wand. Ich bin noch nicht da, ne? Leute dran. Ich weiß. Sagt Bescheid, wenn ich da bin. Dann sag ich, wenn ich Bescheid wollte, aber das ist noch nicht der Fall. Was machst du gleich? Oh, ich glaube, ich geh pennen. Ich bin noch zwei, drei von Moni. Bin da. Wie hat schon weiter fährt. Ich bin gleich an, Leute. Ich bin dran eben. Ja, mein Auto. Ich gehört. Da müssen wir hin. Ja. Jetzt hier. Wow. Hast du es gesehen? Oh. Wir sind da. Oh. Das letzte Mal gewaschen. Ich hätte die KDK kommen sehen müssen. Kommst du hoch? Ja, ich verkaufe gerade. Zu viel Geld und zu wenig Blut? Dann bist du hier richtig. Ich reiße dir früher oder später sowieso alles aus den Händen. Da. Ich einen riesigen Bogen. Das ist eine durchgeknallte Kultzentrale. Rede mit ihr. Ja. Ich hätte die KDK kommen sehen müssen. Kammerjäger, hast du wirklich die Karte? Sie ist in guten Händen, Firehawk. In meinen, um genau zu sein. Einfach nur Lilith. Du hast die Karte? Spitze! Und hast du einen meiner Sonnenklopper gesehen? Und wieso stinkst du so nach Asche und Haut? Dein Clan wurde von Tyrene Calypso ermordet. Ich konnte nichts mehr tun. Scheiße! Ich habe mir nie gesagt, dass... Nein! Sonnenklopper weint nicht. Wenn Tyrene Calypso eine Blutfehde will, soll sie sie haben. Blutfehde! Ich wusste, dass die Kinder der Kammer gefährlich sind. Aber es ist schlimmer, als ich dachte. Zumindest hast du die... Ich hätte nicht gedacht, das Ding noch einmal zu sehen. Das ist nicht nur eine Karte. Damit haben wir die anderen Kammern auf Pandora geöffnet. Jede Kammer braucht einen Schlüssel. Werfen wir einen Blick drauf. Ist eine Weile her. Das Ding ist nicht geladen. Ich mach das. Verdammt, funktioniert nicht. Irgendwas stimmt nicht. Ich sollte es eigentlich laden können. Wir brauchen Hilfe. Es gibt nur eine Person auf diesem Planeten, die weiß, wie diese eridianische Technik funktioniert. Patricia Tennis. Sie hat eine Ausgrabungsstätte auf der anderen Seite des Tals. Bring die Karte zu ihr.
Ich komme nach, sobald ich kann. Muss mich erst um ein paar Dinge für unser Schiff kümmern. So, wir setzen uns jetzt hier hin. Und jetzt sagen wir guten Abend. Ciao. So, tschüss. Tschüss.